Ja, herzlich willkommen zu deinem, kurzen, aber sehr intensiven Arm-Workout. Wir machen ein bisschen Arme. Dazu gehen wir runter auf die Matte. Gehen wir direkt runter auf die Matte. Im Ausfallschritt gehen wir einmal runter. Wir nehmen uns ein bisschen den Armen an. Die Arme bestehen aus zwei Hauptmuskeln, den Bizeps und den Trizeps. Das eine ist der Armbeuger, das andere ist der Armstrecker. Und wir machen beide warm. Hilfsmittel brauchst du keine, wobei das Bizeps-Training ohne Hilfsmittel schon sehr viel Konzentration und sehr viel Körpergefühl erfordert. Und auch hier wieder die Frage, warum sollten Frauen Bizeps und Arme trainieren? Nein, ihr sollt keine Arme wie Schwarzenegger kriegen, aber ein muskulöser oder ein straffer Arm ist doch ganz nett. Und vor allen Dingen, wenn der linke Arm hier unten verschwindet, gell? Deswegen sollte man Arme trainieren. Komm. Und jetzt machen wir das Ganze mal abwechselnd. Und wirklich ein bisschen Spannung da reinbringen. Komm. Ruhig auch eine Faust machen, aber mach keine Mädchenfaust bitte, sondern eine Jungenfaust. Also die Mädchenfaust ist so, den Daumen in die Faust. Dann kann man keine Spannung aufbringen. Also der Daumen liegt vorne vor den Zeigefingern und Mittelfinger. Und dann anspannen. Komm. Nochmal beide. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt fest. Richtig anspannen. Ganz fest. Und jetzt drehst du die kleinen Finger zur Schulter. Nur den kleinen Finger zur Schulter. Und jetzt kannst du mal zu deinem Bizeps gucken und gucken, was der macht. Der müsste sich so ein bisschen anspannen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. Bisschen mehr aufdrehen. 8, 7, 6, 5, 4. Immer unter Spannung bitte. Die Spannung nicht lösen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Ausschütteln. Wir nehmen uns den Trizeps an. Wir machen immer alles abwechselnd. Du nimmst beide Hände unter die Schultern, senkrecht. Die Knie sind senkrecht unter der Hüfte. Und dann legst du die Arme nach hinten ab, Richtung Knie. Und jetzt kommst du genauso wieder hoch. Tiefer und hoch. Versuch den Kopf ein bisschen weiter, die Hände haben permanent Kontakt zum Boden. Versuch den Kopf ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Den Kopf ein bisschen weiter nach vorne und den Oberkörper auch, sodass ganz viel Druck auf den Händen lastet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Korrigier nochmal die Hände, bring die Hände senkrecht unter die Schulter und jetzt nimm die Ellenbogen nochmal hinten zu den Knien. Ganz eng, ganz ablegen und jetzt schiebst du den Kopf ein bisschen weiter nach vorne und du lässt die Arme kurz über dem Boden schweben und dann wippst du. Die Ellenbogen kurz über dem Boden schweben lassen und jetzt wippen. Und ich hoffe, du spürst jetzt was in deinem Arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm hoch, up. Das war der Trizeps, der hintere Arm. Ja, also man merkt, dass eigentlich im gesamten Arm, auch im Unterarm, alles ein bisschen kräftig ausschütteln, auch die Hände. Und wieder Bizeps. Komm. Schön Power, komm, Power. Ganz auf, ganz zu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide, komm, 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 komm. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt fest. Spannung, komm. Wieder die Hände. Auf, zu. Ganz weg, weg, zu. Komm, komm. Und die Spannung im Bizeps halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nochmal nachdrücken. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und gut. Ausschütteln. Wir machen das mit dem Bizeps jetzt nochmal. Jetzt wird es ein bisschen... Wenn du das noch nicht so oft gemacht hast und du merkst deinen Bizeps schon, das gibt echt bösen Muskelkater. Deswegen pass lieber auf, mach nicht ganz so viel. Aber wenn du kannst, mach ruhig mit. So viel wie geht. Also beide Hände unter die Schultern. Du schiebst den Oberkörper ein bisschen weiter vor. Und dann gehst du nach unten. Und du hoffentlich spürst nicht... Also richtig schön die Ellenbogen Richtung Boden führen. Ganz weit. Wir legen einmal ab. Dann schieben wir uns nochmal ein Stück weiter vor. Und jetzt kommen wir wieder hoch. Nee, 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 nee. Die Ellenbogen bleiben schön auf dem Boden. Und wir schieben uns jetzt ein Stück weiter vor. Und jetzt drücken wir hoch. Hoch, 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 hoch. Tief, 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 tief. Hoch, 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 hoch. Tief, 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 tief. Immer wieder hinten die Ellenbogen nach Richtung Knie ablegen. Okay, tief, 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 tief. Bleib tief. Du schwebst über dem Boden mit den Ellenbogen. Und jetzt wippen. Komm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6. Wir machen weiter. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die letzten. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir machen Ganze. Komm, 1, 2, komm, 3, 4, komm, 5, 6, 7. Wir machen weiter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm, weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bleib tief. Komm ein Stück weiter vor, komm. Und wir wippen, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, komm, kämpfen. 8, 7, 6, 5, 3, 2, komm, langsam hoch. Wenn du jetzt so da sitzen solltest, dann hast du es richtig gemacht. Okay. Und gleich wieder den Bizeps. Komm. Keine Pause. Komm. Komm. Wir bringen jetzt den Daumen diagonal mal zur Schulter. Den Arm dabei schön strecken. Kriegen wir eine schöne Dehnung in den Bizeps. Anspannen, weg. Anspannen, weg. Anspannen, weg. Anspannen, weg. Komm. Komm. Und zur gleichen Schulter. Schön strecken. Komm. Arme schön gerade lassen. Nur anwinkeln und anspannen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, beide gleichzeitig. Komm, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Ausschütteln. Wir machen eine andere Übung für die Trizeps. Setz dich bitte mal auf deinen Popo. Die Übung ist ein bisschen schwierig, auch von der Ausführung her, weil sie nur einen ganz kleinen Winkel betrifft. Wenn du sie richtig machst, wirst du gleich deinen Trizeps spüren.
Du setzt die Arme sehr eng am Körper hinter dich. Sehr eng, okay? Dann rutschst du mit dem Popo ein bisschen weiter weg. Und dann hebst du den Popo hoch. So wie du magst. Und dann beugst du die Arme, bis der Popo wieder auf dem Boden ist. Aber ich zeig's nochmal von der Seite. Ganz wichtig. Du bringst den Popo jetzt hoch. Und da bleibt er eigentlich. Du bleibst den Popo so, nur die Arme gehen nach unten und dann wieder nach oben. Arme nach unten und hoch. Tief 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 und hoch. Tief. Du schwebst kurz über dem Boden. Den Popo. Die Arme sind sehr gebeugt. Und jetzt wird Gang. Gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Okay. Bizeps anspannen. Strecken, anspannen. Strecken, anspannen. Go. Power. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr drückt jetzt mit einer Hand auf die Hand, auf die Handwurzel und die andere Hand drückt hoch. Eine Hand drückt runter, die andere Hand drückt hoch. Beide Hände kämpfen gegeneinander. Eine Hand drückt runter, die andere drückt hoch. Feste drücken und halten. Auf der einen Seite solltest du deinen Trizeps spüren und auf der Seite, die nach oben drückt, solltest du deinen Bizeps spüren. Und jetzt gewinnt die untere Hand. Komm. Komm, 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 komm. Fester Druck. Und jetzt gewinnt die obere Hand. Komm, drück. Jetzt gewinnt die untere Hand. Komm, hoch. Es gewinnt die obere Hand ein letztes Mal. Puh. Ha. Andere Seite. Komm. Arm nehmen, anspannen, von oben gegen und dann hoch. Komm. Komm. Feste. Von oben drücken. Die obere Hand gewinnt. Komm. Komm. Und von unten die untere Hand gewinnt. Komm. Hoch. Feste. Man braucht keine Hilfsmittel für Bizeps. Man braucht nur seine, seine Arme. Komm, die obere Hand gewinnt nochmal. Komm, weg, 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 weg. Und lösen. Ausschütteln. Wir gehen nochmal in den Vierfüßlerstand, machen nochmal was für den Trizeps. Aber bevor wir das machen, machen wir nochmal die Übung im Sitzen, weil wir so schön sitzen. Nimm bitte wieder beide Arme sehr nah an dich ran. Du gehst wieder mit dem Popo ein bisschen weiter weg. Und jetzt machen wir es ein bisschen anders. Popo hoch. Tief hoch. Tief. Hoch, tief, 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 tief. Okay, andere Seite. Komm, hoch, tief, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist gut. Oh, das war böse. Okay. Oh, einen letzten Durchgang nochmal auf den Knien. Puh.
Oh. Ey, ich hoffe, ihr habt morgen den gleichen Muskelkater wie ich. Komm, letztes Mal. Hände unter die Schulter. Diesmal machen wir es anders. Nimm die Hände so ineinander. Beide Hände sind unter der Brust. Unter der Brust. Dann gehen die Ellenbogen zur Seite weg. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Richtig tief. Komm. Hoch und tief. Hoch, tief. Und das Ganze, komm, ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleib tief. Unten wippen, komm. 1, 2, 3, 4. Tiefer. Schön tief, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm hoch. Puh. Alles ausschütteln. Hände wegwerfen. Kräftig ausschütteln. Ja, das war dein kurzes, aber doch sehr intensives Armworkout. Streck dich einmal nochmal ganz weit. Nimm die Arme zur Seite. Zur anderen Seite. Noch einmal nach vorne. Ganz weit. Beide Hände nach hinten, hinter dem Popo. Schultern richtig schön nach hinten ziehen und die Arme nach unten drücken. Und lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen.